Hallo, hier ist Muro aus Osaka. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Noch einmal mit dem Sambo-Dojo-T-Shirt und dem unbekannten Mönch. Beziehungsweise vielleicht weiß ja der eine oder die andere von euch, wer das denn ist auf dem T-Shirt. Ich möchte auf eine neue Frage eingehen, oder so neu ist sie nicht. Die wurde mir schon im August gestellt. Guten Morgen, Muho. Dein aktuelles Thema ist doch das Ich. Wer bin ich? Wie ist es aufgebaut und so weiter, speziell bei Nagai. Also Nagai ist der Name eines japanischen Philosophen, mit dem ich mich in letzter Zeit viel beschäftigt habe. Wer bin ich? Was möchtest du und kannst du über das Selbst sagen? Das wäre dann der Gegenentwurf. Du hast mal sowas erwähnt wie das Selbst braucht kein Ich. Wieso es dann haben? Ein Buch, was ich passagenweise gelesen habe, ist Haben oder Sein von Erich Fromm. Der Titel fiel mir gerade ein. Okay, heute geht es um diese Frage. Wer bin ich? Wie ist das Ich aufgebaut und was hat es mit dem Selbst zu tun? Darüber habe ich vor einem Jahr in Heidelberg im Pluspunkt, das ist eine Begegnungsstelle, die, glaube ich, katholisch geleitet wird, wo aber dann auch Buddhisten wie ich willkommen sind manchmal, um Vorträge zu halten, wo auch Christen, die Zen praktizieren, sich treffen. Da habe ich vor ungefähr genau einem Jahr einen Vortrag gehalten mit dem Titel Wer bin ich? Den kann man auch auf YouTube angucken. Ich werde einen Link hier drunter setzen. Und da habe ich unter anderem einen Text von Borges gelesen mit dem Titel Borges und ich. Den werde ich auch hier drunter pasten. Ich fand den ganz interessant. Da schreibt der Autor, der natürlich den Namen Borges hat, über sein Verhältnis mit Borges. Und er sagt ja, der Borges, der tut dies und das. Und ich tue im Grunde dasselbe, aber es ist doch nicht dasselbe. Also über zwei Aspekte von sich selbst. Und man kann das zum einen psychologisch interpretieren, dass wir zum einen diese öffentliche Person haben. Also wenn ich hier vor der Kamera sitze, dann spiele ich sozusagen ein Muho, so wie ich möchte, dass ihr den Muho seht. Aber privat bin ich vielleicht ein ganz anderer. Beziehungsweise da ist auch ein Aspekt von mir, den ich versteckt halte. So kann man den Text von Borges auch lesen, ne? Dass da der Aspekt seiner Person ist, wie er öffentlich wahrgenommen wird, wie er sich vielleicht auch öffentlich darstellt. Aber in Wirklichkeit bin ich ja ein ganz anderer. Das ist natürlich psychologisch gesehen interessant, die Frage, ne, wie kommt das, dass wir nicht nur einer sind, sondern eigentlich mehrere Personen und wie verhalten sich diese verschiedenen Personen zueinander? Das ist aber nicht die Frage, um die es mir eigentlich geht, sondern um jetzt mal die Begriffe haben und sein zu verwenden. Ich habe das Buch von Erich Fromm, ich kenne den Titel, es ist ein berühmtes Buch, ich habe es aber jetzt nicht gelesen und wenn ich es gelesen habe, dann war es während der Abiturientenzeit, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Aber wenn ich mal diese beiden Begriffe verwenden darf, haben und sein, mir geht es weniger um ein Ich oder Selbst, das wir haben oder von dem wir vielleicht sogar mehrere haben, sondern es geht mir darum, um das, was wir sind. Und zumindest wenn ich den Text von Borges lese, da geht es mir, oder da scheint es mir, dass es auch Borges darum geht, um den Borges, den er hat, und das Image, das andere von ihm haben. Und das ist natürlich vielleicht etwas anderes, aber es geht weniger um den Unterschied zwischen den Borges, den ich habe, oder den Muho in meinem Fall, den ich habe, und den Muho, den ihr habt. Ihr habt alle einen anderen Muho als ich habe.
Aber die Differenz ist sekundär zu der Differenz zwischen dem, was ich bin und dem Muho, den ich habe. Und das könnte man jetzt hier mit der Wortwahl des Fragestellers, und vielleicht habe ich mich auch ähnlich ausgedrückt in meinem Vortrag in Heidelberg, auch ausdrücken als die Differenz zwischen Ich und Selbst. Ich ist etwas, was ich habe, und Selbst ist das, was ich bin. Also ich wäre der Darsteller im Film und das Selbst wäre die Leinwand, die erstmal da sein muss, damit man überhaupt einen Film sehen kann. Und das hat vielleicht etwas zu tun mit der Differenz, die man im Englischen hat, die man im Deutschen so nicht hat, zwischen dem I und dem Me. Also wenn man in den Spiegel guckt und sich selbst da sieht, dann im Englischen würde man sagen, that's me in the mirror. Das bin ich im Spiegel. Aber das ist nicht dasselbe Ich, das sieht. I see myself in the mirror. Und das Ich, das sieht, das kann man nicht sehen. Das kann man auch nicht haben. Das ist man. Im Zen gibt es die berühmten 10 Bilder vom Ochsen und seinem Hirten. In dem Fall wäre der Hirt, naja, das, was man hat. Und der Ochse, das, worauf man auf der Suche ist, ist etwas, was man letztlich nicht greifen kann. Da wird zwar im dritten Bild vom Sehen des Ochsen gesprochen und im vierten Bild wird der Ochsen dann gegriffen. Letztlich kann man das nicht greifen, man wird umgekehrt gegriffen oder man bekommt eine Ahnung davon, dass man das, was man glaubte zu haben, in Wirklichkeit ist. Der Hauptdarsteller im Film macht sich auf die Suche nach der Leinwand, aber irgendwann bekommt er eine Ahnung davon, dass ich bin ja schon auf der Leinwand. Insofern die Frage, wieso es dann haben, wieso das Selbst haben. Nein, man kann es gar nicht haben. Ne? Ein Selbst, das man haben kann, ist auch nicht mehr als ein neues Ich. Man kann es nicht haben, genauso wenig wie man Sazen nicht haben kann. Man kann die Gebote nicht haben. Man kann den Dharma nicht haben. Also, wer sich für dieses Thema interessiert, sei verwiesen auf den Vortrag von letztem Jahr und die vielen Videos, die ich über Nagai gemacht habe im letzten Jahr. Penetré und Ich sind die meistens überschrieben. Da habe ich wirklich stundenlang über dieses Thema gesprochen, was mich jetzt erinnert an einen lustigen, weiß nicht, ob lustig das richtige Wort ist, einen Eintrag meines Verlegers oder des Verlegers, der dieses Buch hier Pferd und Esel und auch meine Übersetzung von Kodo Sawaki herausgebracht hat. Der schreibt einen Blog mit dem Titel Asso-Blog und da schreibt ihr, ihr wisst, wie ich Muho schätze und doch ist es an der Zeit, hier auch mal Tacheles zu reden, denn ich mache mir etwas Sorgen. Ja, es wurde zu Recht kritisiert. Muhos Videos sind oft zu lang, aber gelegentlich auch zu unvorbereitet und zu gedankenschwer. Man sieht es an seinem häufig verkniffenen Mund und ich bin mir nicht sicher, ob es ein gutes Zeichen ist, wenn man einerseits viel Sazen sitzt, um Gedanken ziehen zu lassen, sie dann aber minutenlang bedächtigt, um ein freundliches Wort zu wählen, bedächtig hin und her wägt. Die Mundverkniffenheit im Interview mit Brett Warner, das ich auch erst gestern sah, schien mir möglicherweise sogar Dissens zu verbergen. Sollte dieser Dissens nicht offen angesprochen werden? Oder täusche ich mich?
Muho hat die Trennung von Sazen und Alltagsleben ebenfalls wiederholt, als er meint, es sei gut, im Sazen von den Schwierigkeiten, die zuweilen mit Familienleben verbunden sind, herunterzukommen. Er spricht von einer Pause auf dem Kissen. Ich sage nicht, dass dies falsch sei oder nicht funktioniere. Ich meine jedoch, dass es im Wesentlichen darum geht, die Zen-Übung als vom Zen geprägtes Alltagsleben zu begreifen und nicht als etwas, das in diesem Alltag vermisst wird. Und so weiter. Also ein Link da hinten. Unvorbereitet, gedankenschwer und verkniffen. Also wen das nicht abschreckt, der sei verwiesen auf meine langen philosophischen Videos. Wer damit nichts zu tun hat, der braucht sich das natürlich auch nicht zuzuführen. Für heute bedanke ich mich mal wieder für die Aufmerksamkeit und habt einen schönen Sonntag. Tschüss.